Oliver Pocher, jetzt bekommt er die Konsequenzen für sein Handeln. Damit hat Oliver Pocher sich wirklich keinen Gefallen getan. Seit er sich mit Michael Wendler getroffen hat, fordern seine Fans eine Erklärung von ihm. Doch darauf können sie wahrscheinlich lange warten. Es ist kein Geheimnis, dass Oliver Pocher, 46, und Michael Wendler, 51, nicht die besten Freunde sind. In der Vergangenheit haben die beiden immer wieder heftig gegeneinander gestichelt. Umso überraschender ist es, dass der Komiker sich kürzlich mit dem Wendler in Florida getroffen hat. Er hat ja mitbekommen, dass ich da war in Miami und hat gesagt, willst du nicht mal vorbeikommen? Dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe mir mal angehört, was er zu erzählen hat, wie die letzten 3 Jahre so für ihn gelaufen sind, berichtet er in seinem Podcast Die Pochers. Frisch recycelt. Doch bei seinen Fans kommt der Besuch überhaupt nicht gut an. Die regen sich ordentlich darüber auf. Oliver Pochers Fans sind empört. Auf Olivers Instagram-Kanal häufen sich mittlerweile die kritischen Kommentare der Fans. Sie fordern eine Erklärung von ihm. Ein Treffen mit dem Wendler? Ernsthaft jetzt? Warum gibst du Wendler eine Plattform? Bin echt enttäuscht. Wie tief muss man sinken, um den Wendler zu besuchen? Auch ein Oliver Pocher darf in seiner Freizeit machen, was er möchte. Aber Aussagen tätigen, dass ja alles vergessen wäre, wenn Michael hier und da was klärt, sind brandgefährlich und lassen daran zweifeln, dass Oliver Pocher Ahnung hat von dem Hass und der Hetze, die Michael in den letzten Jahren verbreitet hat. Wir würden uns sehr über ein Statement freuen. Wir kennen Oliver Pocher als jemanden, der den Mund aufmacht und nicht einfach Dinge totschweigt. Also bitte. Oliver ist allerdings auch dafür bekannt, nur das zu machen, worauf er Lust hat. Ob er wirklich ein Statement zu dem Treffen mit Michael abgeben wird, ist fraglich. Trotzdem muss er mit den Konsequenzen leben.